Liebe Reisegemeinde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In diesem Video nehme ich euch mit in die schöne Eifel, nach Reiferscheid an die Oliftalsperre und zum Weißen Stein. Doch bevor es mit dem eigentlichen Video weitergeht, zunächst etwas in eigener Sache. Mit diesem Video geht das 190. Ausflugsziel als Video online. Im Jahr 2018 habe ich das allererste Ausflugsziel vom Niederrhein veröffentlicht. Inzwischen sind viele Videos, beispielsweise aus Deutschland, Spanien, Niederlande und Neuseeland, dazugekommen. Unterstützt doch bitte meinen Kanal mit einem Like, einem Kommentar oder einem kostenlosen Abo. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Reiferscheid ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz und zugleich einer der höchstgelegenen Orte der Hocheifel. Die ältesten Siedlungsspuren stellen Funde aus der keltischen Frühzeit dar. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Reiferscheid in einem Dokument aus dem Jahr 975. Der malerische Burgort Reiferscheid versetzt den Besucher unmittelbar ins Mittelalter. Die Burg, die historischen Fachwerkhäuser, die Kirche mit dem Friedhof und die alten Gassen wirken wie eine Zeitreise zurück ins Mittelalter. Die Reiferscheider Bürger bauten in den 1990er Jahren Torburg, Gewehr- und Stützmauern und den Burghof mit hohem Aufwand und in eigener Leistung wieder auf. Die mittelalterliche Höhenburg, die Burg Reiferscheid, besteht heute aus der Schlossruine, der Vorburg und der befestigten Burgsiedlung. Die ältesten Teile der Burg stammen noch aus dem 12. bis 13. Jahrhundert. Der Burgturm kann bestiegen werden. Eine tolle Aussicht auf das Umland ist die Belohnung. Am ersten Adventswochenende findet ein wunderschöner Weihnachtsmarkt auf dem Burggelände statt. Alle zwei Jahre wird auf der Burg das mittelalterliche Burgfest gefeiert. Die Burg kann ganzjährig kostenfrei besichtigt werden. Im Ort gibt es einige Gastronomiebetriebe und Ferienwohnungen. Einkaufsmöglichkeiten findet man in Hellenthal. Das Café Burgliebe befindet sich direkt bei der Burg in der Burgsiedlung. Besonders zu empfehlen ist dort der hausgemachte Kuchen. Nicht weit von Reiferscheid befindet sich die Oliftalsperre. Hier befinden wir uns gerade auf dem Parkplatz am Fuße der Staumauer.
Die Ohlef-Talsperre wurde 1959 in Betrieb genommen. Sie dient als Trinkwassertalsperre und reguliert den Fluss Ohlef als Hochwasserschutz. Die Talsperre ist eingebettet von den umliegenden herrlichen Wäldern. Ein befestigter Fußweg führt auf die Spitze der Staumauer. Von dort hat man einen fantastischen Blick auf den See. Der kürzeste Rundweg um den Stausee herum ist 13 Kilometer lang. Er führt direkt am See entlang und ist auch für Fahrräder befahrbar. Das Parken ist kostenlos. Die Freizeitanlage Weißer Stein verfügt über einen Sportplatz, einen Spielplatz, einer überdachten Grillstelle und überdachten Sitzmöglichkeiten. Im Winter ist es eine ideale Rodelpiste. Das Skigebiet Weißer Stein ist mit ca. 700 Meter über Normalnull der höchste Punkt der Nordeifel. Im Sommer bieten sich hier viele Möglichkeiten für Wanderer. Der 30 Meter hohe Aussichtsturm bietet eine fantastische Aussicht zu jeder Jahreszeit.